Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Monatsplanung für den Monat Oktober. Ich bin schon richtig gespannt, was der Monat Oktober noch so alles vorhat mit uns. Und dementsprechend werde ich jetzt einfach erstmal mein Budget planen und dann mal schauen, wo es uns jetzt so im Oktober noch hin verschlägt und was wir für Ausgaben haben, was wir vielleicht noch für zusätzliche Einnahmen haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich mein monatliches Budget Schritt für Schritt einteile, dann bleibt super gerne dran, denn heute zeige ich euch das auf jeden Fall. Und wir gucken uns einmal zusammen den Oktober an. Die Vorlage bekommt ihr wie immer kostenlos, die verlinke ich euch direkt unter diesem Video und da könnt ihr gerne die kostenlos ausdrucken, genauso wie alle Washi-Tapes und so weiter, die ich jetzt hier verwendet habe. Auch die verlinke ich euch einmal unten. Und dann könntet ihr das vielleicht nächstes Mal oder vielleicht auch im November nachmachen, falls euch das gefällt. Wir schauen als allererstes einmal auf mein Gesamtbudget, denn damit fängt man natürlich immer an. Hier gucke ich einmal mein Gehalt und meine sonstigen Einnahmen. Meine sonstigen Einnahmen trage ich erst am Ende des Monats. Da ich jetzt noch nicht weiß, wie hoch das natürlich sein wird, weil das ja natürlich davon abhängt, wie viel ich verkaufe vielleicht, ob ich zum Beispiel im Geburtstagsmonat, ob ich dann Geldgeschenke bekomme oder ob ich Umfrage-Apps mache. Genau, das ist immer super individuell. Deswegen gehe ich am Anfang des Monats immer erstmal nur damit aus, was ich auch tatsächlich habe. Man könnte hier zum Beispiel auch sagen, okay, alle sonstigen Einnahmen aus dem letzten Monat kommen jetzt in den Oktober rein. Und alles, was ich im Oktober an zusätzlichen Einnahmen habe, kommt dann in den November rein. Das könnte man auch machen. Und somit könnte man direkt am Monatsanfang sein gesamtes Budget verplanen, weil man ja dann ganz genau weiß, was man für den Monat hat. Ich mag das sehr gerne, wenn ich mich am Ende des Monats überraschen lasse. Erstmal plane ich natürlich jetzt nur mit meinem Gehalt. Falls ihr das mitbekommen habt, wir haben einen Antrag auf Steuerklassenwechsel gemacht, allerdings noch nicht im Oktober, sondern das wird dann erst im November, glaube ich, dann umgesetzt. Ups. Sodass ich auf jeden Fall jetzt nochmal mit meinem normalen Gehalt, was ich jetzt die letzten Monate hatte, mit der alten Steuerklasse. Und mit diesem Gehalt rechnen wir jetzt auch einmal mein gesamtes Budget für den Oktober aus. Dafür muss ich mir auf jeden Fall erstmal noch meinen Taschenrechner schnappen. Denn ohne den wird es ein bisschen schwierig. Bevor ich jetzt an das Geld gehe und das in meine Spartöpfe verteile oder auch in meine variablen Kategorien, gehe ich jetzt erstmal hin und gucke, was habe ich denn eigentlich an Fixkosten. Die schreibe ich alle einmal auf, bis auf die, die sich geändert haben. Die gehen wir gleich nochmal gemeinsam durch. So, ich habe mal alles eingetragen. Bei der Wohnung ist es ja so, dass wir diesen Monat jeder nur ungefähr 150 Euro, glaube ich, bezahlen müssen, also 100 Euro. Der Rest davon, den schreibe ich jetzt trotzdem, also die gesamte Summe schreibe ich jetzt hier hin. Nur ist es so, dass wir das Geld, was dann, okay, von Anfang nochmal, falls ihr das nämlich gar nicht mitbekommen habt letzten Monat. Wir haben eine Nebenkostenerstattung bekommen von ca. 1250 Euro. Unsere monatliche Miete beträgt, ich glaube, so 800 Euro ungefähr, also 700 noch was, 800 Euro. Und dadurch, dass wir diese 1250 Euro an Nebenkostenerstattungen hatten, weil wir einfach zu viel gezahlt haben in 2023, haben die das so gemacht, dass die das mit der September- und der Oktobermiete verrechnet haben. Das Geld, was wir da jetzt aber quasi sparen und nicht bezahlt haben, das wandert in den Spartopf von meinem Mann und mir. Und da werden wir dann die große Summe, also die 1200 Euro, einmal hier plus machen. Und deswegen steht jetzt hier die gesamte Summe von der Wohnung.
Genau. Man könnte es jetzt hier auch aufteilen in 150 Euro für Wohnung, sage ich mal, der Betrag, der jetzt noch übrig ist pro Person. Und der Rest kommt dann zum Beispiel hier bei Spartüpfe, Sparpaar. Aber das war mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu umständlich, sodass ich jetzt einfach den gesamten Betrag hier bei den Fixkosten stehen habe, wo es am Ende steht. Es macht dasselbe im Budget. Ich habe das Geld nicht zur Verfügung, denn diesen Betrag habe ich ja fix hier in Sparpaar reingepackt. Ich hoffe, man versteht das. Auf jeden Fall, deswegen steht jetzt hier weiterhin 364 Euro, obwohl wir auch diesen Monat keine volle Miete bezahlen mussten. Dann kommen wir zu Streaming. Hier haben wir einmal das normale Netflix. Das sind 13 Euro. Ich gucke lieber nochmal nach. Das ist immer wieder, dass ich das vergesse. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Das sind nämlich 14 Euro. Dann haben wir noch Wow, da habe ich die Hälfte gekündigt. Wir hatten das da genommen, weil wir House of Dragon gucken wollten. Und da konnte man zu dem Zeitpunkt nur ein Jahresabo abschließen. Richtig nervig. Das sind auf jeden Fall 6 Euro. Und dann haben wir noch einmal ein zweites Netflix, was ich noch nicht gekündigt habe. Deswegen rechnen wir das jetzt hier auch nochmal mit rein. Das sind 7 Euro. Das kündige ich jetzt aber demnächst. Ich kam da nur nicht rein, deswegen, ja, ein bisschen blöd gelaufen, muss ich jetzt nochmal 7 Euro bezahlen. So, und dann haben wir noch ein weiteres Abo, das sind nochmal 2 Euro. Das bedeutet 29 Euro haben wir an Streaming. Da kann man deutlich kürzen, definitiv. Dann haben wir das Paarbudget und hier gucke ich einmal rein, was wir in unser Paarbudget reinpacken. Ins Paarbudget wandert immer jeweils die Hälfte, also Paarbudget besteht aus 150 Euro für die Lebensmittel. Mein Mann bezahlt ebenfalls 150, sodass wir für unsere Lebensmittel 300 Euro haben. Bei Sparpaar und bei Drogerie wandert, also bei Sparpaar wandert eigentlich nie aktiv Geld ein, zumindest momentan noch nicht. Das kann sich aber auch immer ändern. Da gucken wir einfach mal, aber momentan haben wir da genug Geld drin. Bei der Drogerie brauchen wir nichts, da haben wir zwar auch nur noch 5 Euro drin, aber da kommt jetzt diesen Monat nichts rein. Und bei Restaurant, hier fehlt der Sticker, packen wir 70 Euro rein. Das heißt, das sind dann 220 Euro, also die 150 für Lebensmittel und die 70 Euro fürs Restaurant. Und dann kommen wir einmal zu den Sinking Funds 1. Die habe ich hier in diesem Büchlein mir am Anfang des Jahres aufgeschrieben. Und da fällt sowas drunter wie Autoversicherung, Rollerversicherung, Camperversicherung, Autosteuer, TÜV, die jährlichen Tierarztkosten, wenn ich die beiden impfen lasse, Rechtsschutzversicherung, Amazon Prime und so weiter. Und hier habe ich dann ausgerechnet, was ich jeden Monat zurücklegen muss, damit ich, wenn das Geld abgezogen wird, das Geld dann beisammen habe. Und das sind jetzt im Oktober 146 Euro. Und da rechnen wir jetzt einmal alle meine Fixkosten zusammen. Das sind 966 Euro, die ich an Fixkosten habe, die im allerersten Schritt natürlich vom Gesamtbudget abgehen. Das heißt 2.788,09 Euro minus die 966 ergibt einen Rest von 1.822 Euro, die ich jetzt auf meine Spartöpfe und auf meine variablen Kategorien aufteilen kann. Die variablen Kategorien sind in meinen Augen wichtiger als die Spartöpfe. Natürlich gibt es bei den Spartöpfen auch sehr, sehr wichtige Ziele, die man auf jeden Fall nicht vernachlässigen sollte. Für das tägliche Leben sind mir allerdings die variablen Kategorien wichtiger. Deswegen bespare ich die als erstes oder fülle die als erstes und alles, was dann übrig bleibt, kommt in die Spartöpfe. Und in die Spar-Challenges, genau. Und hier ist jetzt eine Tabelle aufgezeichnet. Das sind alles Kategorien, die ich in meinem Daily Binder habe. Die man einfach auch vielleicht ja, im täglichen Leben hat. An Ausgaben wie zum Beispiel für die Mittagspause, wenn man dann mal mit einer Freundin essen geht. Oder für die Nägel, Drogerie, Katzen, Auto und so weiter. Und hier ist jetzt eine Tabelle aufgemalt und am Anfang steht AB. Das ist die Abkürzung für Anfangsbestand. Und da trage ich jetzt den Bestand ein, den ich im September im Rest stehen hatte. Und das, was tatsächlich jetzt hier in diesem Binder noch drin ist. Und das schreibe ich jetzt einmal hier alles auf. Das war in Mittagspause 0, in Restaurant auch 0,
Beauty und Drogerie hatte jeweils 20 Euro, 87 waren noch bei den Katzen drin, bei Auto waren es 20 und bei Freizeit ebenfalls 20, bei Luxus sind es 50 Euro und bei ungeplant 30 und das sind insgesamt 247 Euro, die ich schon auf meine oder in meinen Umschlägen habe, die ich jetzt eigentlich auch von meinem Budget nicht mehr benötige. Deswegen mag ich das umso lieber, einfach Geld mit in den nächsten Monat zu nehmen, was am Ende des Monats übrig geblieben ist, weil wir jetzt weniger in die Umschläge hier vom neuen Budget reinpacken müssen. Aber dann nehme ich euch jetzt auch einmal mit. Bei der Mittagspause packen wir 20 Euro rein, sodass wir 20 insgesamt drin haben. Bei Restaurant haben wir ja hier schon unser gemeinsames Restaurantbudget. Und on top kommen jetzt hier nochmal 50 Euro. Das heißt, wenn ich mit meiner Freundin essen gehe, mir vielleicht alleine Essen bestelle oder sowas, das bezahle ich dann aus meinem eigenen Budget. Dann haben wir Beauty, darunter fällt momentan nur meine Maniküre. Ich hatte auch mal eine Zeit lang eine Pediküre, die habe ich aber momentan nicht mehr. Da brauche ich jeden Monat maximal, wenn ich zweimal hingehen würde, 70 Euro. Das heißt, 50 Euro kommen noch rein, weil 20 sind ja noch drin. Bei Drogerie habe ich eigentlich auch schon sehr viel, brauche ich eigentlich auch nichts. Wir schreiben trotzdem mal 10 rein, so kann der monatlich einfach ein bisschen anwachsen. Dann haben wir die Katzen, da sind 87 Euro drin. Wir runden jetzt hier auf einen Betrag mit 13 Euro, dann haben wir hier genau 100 Euro drin. Bei Auto machen wir 80 Euro rein, sodass wir hier auch wieder auf 100 Euro kommen. Bei Freizeit kommen auch wieder 80 Euro rein, dann haben wir da 100 drin. Bei Luxus kommen 50. Luxus sind so Dinge, die ich mir gerne leisten möchte, die aber nicht fürs Leben notwendig sind, wie zum Beispiel, wenn ich mir ein neues PC-Spiel hole oder ein Buch oder sowas. Ne? Das ist alles für mich Luxus, deswegen habe ich das einfach Luxus genannt. Man hätte das aber auch zum Beispiel MeTime oder Vanessa, also einfach so für mich, genau. Dann haben wir noch ungeplant, da kommen wieder 10 Euro rein, sodass sich das auch langsam aber sicher wieder füllt. Und jetzt schauen wir mal, was wir neu in die Umschläge reinpacken und von dem Oktoberbudget abziehen müssen. Das sind 363 Euro. Das plus die 247 müssten jetzt hier hinten 610 drin sein, das rechnen wir gleich nach. Die 610 sind nach dem Cash-Stuffing, also ich gehe dann gleich zur Bank, hebe mir das Geld ab, was wir neu in die Umschläge packen wollen und packe das dann hier in diese Umschläge rein. Und nach dem Cash-Stuffing müssten dann hier in dem Ordner tatsächlich 610 Euro sein. Jetzt machen wir einmal kurz die Gegenrechnung, ob das auch wirklich stimmt. Das stimmt, 610 Euro. Ja, wenn wir das jetzt, oder das haben wir jetzt fertig, jetzt gehen wir wieder auf eine Seite davor und schauen uns einmal die Spartöpfe an. Auch hier gibt es wieder eine Tabelle mit ganz vielen verschiedenen Spartöpfen und auch hier steht wieder am Anfang AB, also der Anfangsbestand, das, was quasi der Restbestand im September war. Nachdem ich jetzt alle Beträge einmal bei den Anfangsbeständen reingepackt habe, nehmen wir jetzt den Taschenrechner und schauen erstmal, was haben wir überhaupt noch übrig vom Gesamtbudget, was wir jetzt in die Spartöpfe packen können. Also wir rechnen dann nochmal das Gesamtbudget minus die Fixkosten minus die variablen Kategorien, das sind 363 Euro. Das heißt, 1.459 Euro haben wir jetzt noch übrig. Ich möchte gerne erst einmal 350 Euro für Spar-Challenges nutzen, also das Geld. Oder nee, wir machen das so, wir machen genau 1.000 Euro, packen wir wieder in die Spartöpfe rein. Also bei neu kommen jetzt 1.000 Euro rein, dann sind zwar noch 459 Euro übrig. Allerdings möchte ich damit gerne Spar-Challenges spielen, weil ich habe noch viele, die ich dieses Jahr gerne fertig kriegen möchte.
Und wenn ich aber so viel Geld gar nicht benötige für die Spar-Challenges, dann kann ich das am Ende des Monats immer noch verteilen in meine Spartöpfe. Ich finde es nur wichtig, den größten Teil seines Budgets am Anfang des Monats zu verplanen. Also eigentlich mache ich immer so 300 Euro, die ich mir übrig lasse. Diesen lasse ich jetzt einfach ein bisschen mehr übrig. Und ja, weil man so, finde ich, weniger in die Versuchung reingerät, Geld auszugeben für irgendwas, was nicht eingeplant war. Ich finde es nämlich schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man möchte jetzt ein Shopping-Haul machen, also so XXL, hat aber hier nur 144 Euro drin, dann hält man sich meistens, so ungefähr zumindest, an diese Summe. Wohingegen, wenn man jetzt sagt, okay, man hat auf dem Konto noch 300 Euro übrig, da finde ich, geht man eher in die Gefahr, dass man halt 300 Euro für Kleidung ausgibt, anstatt dann nur das, was man tatsächlich dafür eingeplant hat. Das ist nur so ein Kopfding, aber bei mir zumindest funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich glaube auch bei einigen von euch. Deswegen, falls ihr noch keine Kategorien habt, macht das einfach mal. Ihr müsst ja nicht so viele machen. Ihr könnt ja auch sagen, okay, mir reichen 5 Kategorien aus oder 3 oder so. Aber alles, was in diese Kategorien reingespart ist und was dann, dann hält man sich da tatsächlich irgendwie mehr an das Budget. Also wir machen jetzt 1.000 Euro, haben wir übrig für meine Spartöpfe und da schauen wir mal. Da gehe ich nicht von oben nach unten, da gucke ich einfach, was fällt vielleicht diesen Monat an, wo habe ich genug Geld drin, wo brauche ich nichts mehr sparen und so weiter. Trotzdem fange ich persönlich immer mit dem Sparziel 1, also ganz oben an, denn das ist ein neues Auto in ein paar Jahren und da habe ich mir ausgerechnet, dass ich monatlich 85 Euro beiseite legen muss, um nachher meine Wunschsumme beisammen zu haben. Genau, da habe ich jetzt 85 Euro und das Geld hier, diese 3.600 Euro, beziehungsweise dann ja jetzt 3.689 Euro, liegen bei Bondora. Das ist investiertes Geld. Legt da, also wenn ihr da Interesse dran habt, ich verlinke es euch einmal unten, aber legt dort wirklich nur Geld an, auf welches ihr im Notfall verzichten könntet. Denn das Geld ist angelegt wie in Aktien oder sonst irgendwas, kann es dann passieren. Also es ist nicht in Aktien angelegt, aber wie bei Aktien, bei ETFs und so weiter, das Geld könnte durch die Schwankungen einfach dann auch weniger nachher nur noch sein, als das, was ihr tatsächlich eingezahlt habt oder angelegt habt. Deswegen bei Investitionen immer nur darauf achten, dass es wirklich nur das Geld ist, was ihr nicht zum Leben benötigt. So, das sind 85 Euro. Dann haben wir hier die Weihnachten. Da kommt nämlich nichts mehr rein. Da haben wir nämlich schon 615 Euro. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Ebenfalls bei der Nachzahlung, auch da sind 600 Euro drin. Das reicht aus. Bei der Kleidung, da möchte ich gerne 56 Euro reinpacken, sodass wir auf 200 Euro kommen. Bei den Katzen möchte ich gerne auf 3.000 Euro kommen. Da kommt heute mal ein bisschen mehr rein. Das heißt 54. Dann haben wir 800, 254 Euro. Beim Auto kommt nichts rein. Da sind schon 1.300 Euro. Das reicht vollkommen aus. Bei der Gesundheit kommen auch nur 4 Euro rein, sodass wir da wieder bei 400 genau sind. Bei den Geschenken kommt 51 Euro rein. Dann haben wir hier 150 Euro. Für Weihnachten habe ich ja mein eigenes Budget. Das heißt, alle Geschenke, die ich zu Weihnachten verschenke, kommen aus diesem Budget und müssen jetzt nicht extra noch bei Geschenke rausgenommen werden. Nur wenn das nicht ausreichen würde. Dann haben wir den Notgroschen, da tun wir 50 Euro auch rein. Da habe ich eigentlich schon mein Ziel erreicht, sodass ich jetzt da nicht mehr so viel Wert drauf lege, da hohe Beträge zu sparen. Dann haben wir die Technik, wo nochmal 50 reinkommen. Da haben wir hier 350. Bei Urlaub tun wir 100 rein, dann haben wir da genau 2.000 Euro. Mist, jetzt habe ich irgendwas, wir müssen nochmal rechnen. Jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt, was nicht richtig war. So.
So, 350 Euro haben wir noch. Bei Camper tun wir nichts rein. Da sind 1250 Euro drin. Das sollte erstmal reichen. Zumal wir da ja unsere Kosten auch immer teilen. In der Regel. Dann haben wir noch Traumhaus, Zukunft und die Wohnung. Ich würde sagen, 75 Euro kommen bei Wohnung rein. Dann haben wir hier nämlich 1500 Euro. Das ist doch auch schon mal ein schönes Sümmchen. Und dann haben wir bei Zukunft, da packen wir 200 Euro rein. Dann haben wir da 500 Euro drin. Und den Rest tun wir, also 75 Euro kommen bei Traumhaus rein, sodass da dann drin sind 1810 Euro. Natürlich wird bei Traumhaus das, wenn wir das Hexenhäuschen bekommen sollten, nicht ausreichen. Wir werden dann mein komplettes Budget von vorne machen. Wir werden sehr, sehr viele Spartöpfe leeren. Deswegen werde ich fast überall, außer bei den Katzen, da möchte ich nicht auf null, von null beginnen, wir werden fast überall von null beginnen. Wird erstmal hart am Anfang, aber irgendwie freue ich mich auch darauf, auf diesen neuen Lebensabschnitt, wenn das klappt mit dem Hexenhäuschen, muss ich dazu natürlich sagen. Ja, und da bin ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie das sein wird, wenn man die Spartöpfe nicht mehr so voll hat, weil das kenne ich schon länger nicht mehr, weil ich ja schon so lange die Umschlagmethode mache und dadurch, dass sich immer mehr angehäuft hat. Am Anfang habe ich natürlich auch überall bei Null begonnen und ja, aber das ist bei mir schon etwas länger her, als ich angefangen habe. Deswegen wird es natürlich für mich auch wieder eine Umstellung sein, wenn viele, viele Spartöpfe wieder bei Null sind. Ich muss dann mal gucken, wo ich was rausnehmen werde. Bei Notgroschen will ich eigentlich auch noch ein bisschen Notgroschen drin lassen, aber das werden wir dann alles sehen zur Zeit oder zu gegebener Zeit, wenn es dann soweit ist. Wenn es auch überhaupt dazu kommt, aber das werden wir sehen. Jetzt mache ich noch einmal kurz die Querrechnung, ob ich mich tatsächlich nirgendwo verrechnet habe. Mach das lieber auch 5, 6, 7, 8 Mal. Lieber jetzt den Fehler finden und nachher ja nicht vor so einem großen Fragezeichen stehen müsst, wo hat sich der Fehler eingeschlichen. Ja, 449 Euro habe ich noch übrig und das kommt dann in die Spar-Challenges. Und das war's jetzt, meine Lieben. Das war mein Budget für den Oktober. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass ihr mich auch im Oktober weiterhin begleiten werdet. Lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dahin, tschüssi!